You can fly higher than the sky, shine brighter than the stars. You can have all you ever wanted. You know you could. So, Bernd, ja. Stell dich doch mal ganz kurz vor. Wer bist du und was machst du? Ja, also Bernd, so heiße ich. Und der Name wurde mir gegeben. Und ja, was mache ich? Ich bin spiritueller Coach. Und nicht nur das, sondern du hast auch Bücher geschrieben. Ja, genau. Du gibst Kurse. Genau. Erzähl mal genauer. Ja. Naja, also ich finde das wundervoll. Also das momentan einfach, dass ich die Möglichkeit habe, über das Medium Buch meine Erfahrungen und auch immer noch diesen Forscherdrang, den ich in mir trage, weiterzugeben. Also das Thema Bewusstsein und Bewusstseinsebenen ist so mein, da lege ich den Hauptfokus drauf. Aber auch Karten legen und positive Psychologie sind so deine Lieblingsthemen zudem. Oh, genau, ja. Das ist einfach dieses Verständnis, das ich für mich selbst habe und das Leben. Das hat sich einfach alles entwickelt. Hat sich das in meinem Leben einfach integriert. Mit 18 damals habe ich mir das erste Kartendeck gekauft und war schon immer fasziniert von dem Orakel der Karten. Aber ich gehe mittlerweile heutzutage ganz spielerisch damit um. Das heißt, wenn ich Lust habe, also wenn ich die Lust verspüre, wenn ich den Impuls verspüre, dass ich da mal reinschaue, dann mache ich das auch. Und ich nutze ja dann auch einfach den ganz, ganz klar das Coaching, also das ganz klassische Coaching aus der positiven Psychologie, um demjenigen auch fundamentale Schnellhilfe anzubieten. Und was mir auch noch sehr viel Spaß macht, was ich zwar schon das ganze Leben, also steckte das in mir, dass ich so mit einer Art Hellsicht oder mit dem auch mittlerweile habe ich erkannt, dass ich schon immer so ein bisschen die Technik von Remote Viewing nutze. Okay. Ich habe mich da später erst reingelesen und habe mir dann gedacht, ach, sehr interessant, diese Art und Weise meiner Konzentration, also während des Coachings oder das Empfangen von eigenen Bildern im Bewusstsein, so, das ist auch die Technik des Remote Viewings. Und du hast ja auch eine ganz spezielle Erfahrung gehabt, die dich dann auch intensiver deinen Weg hat beschreiten lassen. Absolut, absolut, ja. Das war, ich habe dann im Nachhinein drüber gelesen und das wird so in der spirituellen Literatur, es gibt ja den Ausdruck des Satoris. Das ist aber, der Satori ist eher ein wie so ein Lichtblick, eine tiefe Erkenntnis, die man vielleicht für ein paar Stunden hat oder vielleicht auch einen Tag oder auch zwei Tage. Aber bei mir war das ein tieferes Satori, das heißt, es war eine Art No-Mind-Erfahrung. Mittlerweile habe ich auch, es gibt auch viele andere Menschen, und es gibt andere Menschen, die das erlebt haben. Das heißt, der Geist löst sich vom Körper. Man wird zum Geist und nimmt den Körper nur noch sekundär wahr. Und in dem Zustand war ich also eine Woche ganz intensiv und fast zwei Wochen. Und durch diese verschiedenen Bewusstseinsebenen, die ich erstmal dann durchdrungen habe und die sich dann beim näheren Betrachten aufgelöst haben auch noch, habe ich natürlich über die eigene Natur und über das, was wir Menschen alles darstellen, einen ganz neuen Einblick bekommen. Und im Grunde ist es auch aus dieser Perspektive, aus der du die Menschen berätst, ne? Ja, witzigerweise ist es so, dass ich dadurch im Endeffekt auch eine gewisse Lockerheit habe und so ein Easiness, weil dieses Bewusstsein, dass alles eins ist, dass der andere auch sozusagen ein Teil von mir ist und dass ich ein Teil vom anderen bin. Das heißt, es ist eine Art Selbstbegegnung, die da stattfindet, ist natürlich was Wundervolles. Das macht das Ganze lockerer und im Endeffekt ist es wirklich so auch, dass ich da wirklich auch mit dem Tool der Hingabe wieder reingehe, weil manche würden es vielleicht so ausdrücken, sie lassen sich führen oder so, aber nachdem wir uns ja nicht führen lassen, weil wir ja das sind, was führt, wird da auch nichts geführt, sondern ich bin da auch eher anwesend und diese Liebe und Bewusstheit, die ich da im Herzen spüre, die
gebe ich dann einfach weiter. Ich erinnere vielleicht auch ein bisschen dann in dem Moment andere wieder daran, was wir noch alles sind. Nicht diese Kleinheit, sondern wir sind diese Großheit, die sich auch im Kleinen ausdrückt. Was ist das, was für Erfahrungen deine Klienten dann sozusagen von so einem Coaching mit dir mit nach Hause nehmen? Ja, ich denke mal eine gewisse Entspannung. Natürlich geht es manchmal auch schon zur Sache. Das heißt, wir besprechen dann schon auch den weiteren Weg. Ich denke mal, dass was für mich wichtig ist, ist einfach ein bisschen lockerer werden auch wieder. Dass sie wieder das Steuer so oder sich selber sozusagen als nicht nur als den das ja, dass sie das Ruder wieder ein bisschen mehr in die Hand nehmen und dass sie auch verstehen, dass gerade was eben gerade passiert, dass es okay ist und dass es auch ein ganz gesunder Teil ist ihres Entwicklungsprozesses. Mhm. Also ich versuche den Teil, den sie gerade ablehnen und den sie negieren und nicht sehen wollen, ihnen auch ein bisschen schmackhaft zu machen, dass das eigentlich ein ganz wertvoller Teil ist, den sie gerade erleben. Mhm. Und dass nur so, dass es auch der richtige Weg ist, auf dem sie sind vor allem. Dass es nicht viele glauben ja, es ist der falsche Weg, auf dem sie sind, weil sich die Umstände so und so fügen. Aber ich vermittle das Bewusstsein, dass es der richtige Weg ist. Und ja, das, ich denke mal, das hilft bestimmt weiter. Und du wirst ja auf dem Great Life Kongress auch einen Platz einnehmen auf dem Markt der Möglichkeiten. Genau. Ja. Kannst du schon etwa sagen, was da passieren wird? Also da nachdem ich dafür steckt mein Herz und das ist meine Leidenschaft einfach, das Bewusstsein, dass wir eine Wesenheit darstellen, die alle Bewusstseinsebenen durchdringt. Das heißt, diese Reduzierung, die wir immer wieder im Geist vollziehen, dass wir nur Mensch sind oder dass wir eines Tages vielleicht vollkommen sind. Es gibt ja dieses Phänomen der Erleuchtung und das Ganze, das heißt, viele Seeker oder Sucher steuern halt auf dieses Phänomen hin. Da kann ich wirklich nur, da fallen mir die Worte Buddhas ein, wie er in die Menge geschaut hat damals, das steht ja auch in seinen Lehren drin, dass er einfach nur alle, er sieht nur an lauter Buddhas vor ihm sitzen. Also er sieht nichts anderes, es gibt auch nichts anderes. Mhm. Und eben, meine Message ist einfach so, dass die Bewusstseinsebenen, von denen allen sprechen, von denen viele sprechen, dass die in der Form gar nicht existieren. Also, wir sind der fließende Übergang. Das ist das, was wir darstellen. Mhm. Und was meinst du, wird dann so ein Besucher von deinem Markt der Möglichkeiten Vortrag, was wird der so für sich mit nach Hause nehmen? Was wünschst du dir, was der sich mit nach Hause nimmt? Also, ich hab mir jetzt die Frage einfach mal vorgestellt und ich kann mir vorstellen, dass überhaupt, also ich finde es erstmal ganz toll, dass der Kongress stattfindet. Und ich habe auch schon gehört, wer alles da ist. Das heißt, also jeder Besucher, der wird da wahrscheinlich ganz angefüllt von Inspiration, von Gefühlen und wahrscheinlich auch Liebe und vielleicht Verbundenheit. Also das ist ja das, was auch alle auch vermitteln und das, was auch ich vermitteln möchte, den Kongress da verlassen werden und die Woche auch wahrscheinlich wahnsinnig genießen werden. Das ist ja immer was Wundervolles, wenn so viele Menschen zusammenkommen, die denselben Durst oder dieselbe Hoffnung und dieselbe Liebe auch im Herzen tragen. Von meiner Stunde, die ich da einnehme im Markt der Möglichkeiten, ich würde mal sagen, ich sehe mich schon als informatives Tool, ja. Ich möchte einfach ein paar Missverständnisse, die ich glaube, die existieren, begegnen und da einfach auch ein bisschen aufräumen und Klarheit reinbringen. Super. Dass die Bewusstseinsebenen wirklich, dass die in dem Fall nicht existieren, dass wir niemals, egal wie wir uns fühlen und was wir gerade machen, auf einer niedrigen Bewusstseinsebene sind und wir müssen wieder auf eine hohe kommen. Und, das ist alles für mich eigentlich Quatsch. Deswegen ist es mir ein Anliegen, das zu vermitteln. Mhm.
Du hast es schon angedeutet, aber wie findest du denn die Idee, dass wir wirklich verschiedene Denker und Macher auch aus unterschiedlichen Bereichen zu einem Thema auf Mallorca zusammenbringen? Ja, ich finde die Idee sehr gut. Ich habe es vorhin schon mal einfach angedeutet, das ist auch wieder, dass ich dem auch wieder mit einer gewissen Hingabe begegne. Wenn dieser Kongress stattfindet, dann ist es einfach, wie soll man sagen, dann ist es einfach so da entwickelt sich auch wieder so ein gewisses Bewusstseinsfeld und alle Menschen, die Interesse verspüren, sich dem zu öffnen, die werden sich auch einstellen. Ich finde es super, ich finde es wunderbar. Und ich freue mich auch drauf. Ich bin ja die ganze Woche anwesend und werde auch meine Bücher vorstellen. Und das heißt, ich laufe da auch rum und helfe ja auch mit, wo ich mich auch darüber freue, dass ich da ein bisschen mithelfen kann. Und ich werde die Woche selber auch genießen. Und wenn ich mal Zeit habe, kurz, dann werde ich auch mal die anderen Vorträge besuchen. Die Möglichkeit wird sich sicher ergeben. Wir freuen uns riesig, dass du mit dabei bist. Ja, finde ich schön. Und dann sehen wir uns 2017. Ja. You can fly. You know you could.